Yo, was geht ab, Leute? Wakes wieder am Start und willkommen zur zweiten Episode von Suarez beißt sich durch, Leute. Und die erste Episode, die ist ja sowas von krank bei euch eingeschlagen. Ihr habt fast 10.000 Likes rausgeballert, man kann das jetzt hier unten sehen. Einfach heftig, wie ihr abgegangen seid, Leute. Und das hat mir gezeigt, dass ihr Bock auf die Serie habt. Und ihr habt mir auch ein paar Verbesserungstipps in die Kommentare geschrieben. Zum einen, dass wir hier mal eine Goldbank uns reinballern sollen, damit unsere Bewertung ein bisschen in die Luft steigt und wir, ich sag jetzt mal, härtere Gegner bekommen. Und ihr habt auch fleißig in die Kommentare geschrieben, welches Upgrade-Paar ihr sehen wollt. Und zwar hat Paar 2 gewonnen. Zum einen haben wir hier ein Silber-Inform bekommen, Leute. Boga, auf den ich auf jeden Fall übel Bock habe, mit dem paar Upgrade-Punkte zu sammeln. Und dann haben wir noch einen kleinen Upgrade für unseren Torwart bekommen. Den, glaube ich, werde ich nicht lange im Team haben. Sollte er gut sein, dann vielleicht schon. Aber mal schauen. Und jetzt, Leute, das hier wird eine Special-Episode sein. Warum wird das eine Special-Episode, Wakes? Was meinst du? Ich habe auf jeden Fall im Gefühl, Leute, dass heute die Upgrade-Punkte regnen werden. Weil ich habe mich eingespielt die letzten Tage. Und Leute, ich bin momentan sowas von gut drauf. Ich glaube, hier werden jetzt einige Tore geschossen. Und ich hoffe, wir finden ein paar gute Gegner. Ich würde sagen, erster Gegner wird gesucht. Lasst wieder einen Daumen hoch da, wenn ihr mehr Bock auf die Serie habt. Und morgen, Leute, beziehungsweise heute Abend habe ich schon Bock, vielleicht noch ein zweites Video hochzuladen. BPL-Tots kommt ja aus Pack-Opening oder so, Leute. Ihr wisst Bescheid, was zu tun ist. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr Bock drauf habt. Und bleibt jetzt bis zum Ende dran, um wieder mit abzustimmen. Wann können wir endlich mal unseren Gegner finden? Was für ein Upgrade wir für die nächste Episode bekommen. So. Nach einiger Zeit suchen ist der erste Gegner am Start, Leute. Wie soll ich mit einem Bronze-Team gegen diesen Typen spielen? Der Weekend League Karten hat, der Pogba hat, der De Gea hat, der Lacazette Squad Building Challenge hat. Leute, das wird hart hier auf jeden Fall. Und dann geht's ja auch direkt mit dem Freistoß los, Leute. Wenn wir den jetzt machen sollten mit Suarez, dann... Oh mein Gott! Zweite Minute! Dann gibt es hier Upgrade-Punkt und die Episode beginnt mit so einem krassen Freistoß von dem Beißer. Nice, gegen so einen Gegner war das wichtig. Den gucken wir uns nochmal in der Wiederholung an, Leute. Wie heftig war der geschossen? Der Beißer haut so einen Freistoß raus. Krank, Leute. Zwei Upgrade-Punkte sind schon mal am Start. Ne, da ist er durch und das ist das 1-2-1. Da kommen meine Bronzespieler einfach nicht hinterher. Mein neuer Keeper ist am Start. So, ich muss auf jeden Fall ein zweites nachlegen. Das wäre wichtig gegen den hier. So. Beißer, hau einfach mal rauf. Vielleicht geht der ja rein. Das wäre wichtig gewesen. Das kann gefährlich werden. Wo sind meine Bronzespieler? Nein! Oh, dieser neue Keeper, der rasiert alles. Nächste Standardsituation, Leute. Wir flanken den einfach mal ungefähr zum 11er-Punkt. Hier so hin. Der könnte gut kommen. Boah. Komm. Nein, der geht nicht. Schön jetzt, Junge. Komm. Nice, und dann sind wir durch. Das ist das zweite Tor. Beißer, mach ihn einfach irgendwie. Komm schon. Ja! Nächste zwei Upgrade-Punkte. 2-0. Gegen diesen Gegner bin ich motiviert, Leute. Ihr merkt das. Oh, shit, war der Pass stark. Und mein Torwart, ich glaube, der wird noch einige Episoden am Start sein. Da sag ich's gerade. Und ich dachte, der Ball geht ins Aus, Leute. Ihr habt's gemerkt, wie ich mich nicht mehr konzentriert habe. Und dann steht 2-2. Mann, Alter, so unnötig. Komm. Eins noch vor der Halbzeit. Jawohl, Digga. Eckballtor. Triple von Suarez. Wir müssen das Spiel gewinnen. Es gibt so viele Upgrade-Punkte, wenn wir das gewinnen sollten. Mann, Leute. Beiß, Junge. Nein. Mann, das gibt es nicht. Man merkt einfach so krass, wie die Spieler keine Conny mehr haben und der lässt ihn durch. Das ist das Tor. Geil, Alter. Mann. Ich dreh das noch, Leute. Mir so egal, ich dreh das noch. Elva. Komm, den muss ich machen. Wenn ich den nicht mache, dann weiß ich auch nicht, Leute. Come on, Leute. Und das ist das vierte vom Beißer. Ich täusche an, dass ich nach links schieße. Schieße dann aber flach nach rechts. Nice. Darauf habe ich gelauert. Ey, wieso macht der Typ das, Leute? Das ist so unverdient. Der Typ hat Food Champions Karten und alles.
Leute, ihr wisst nicht, wie abgefuckt ich gerade bin, ne? Das war so unverdient für den Gegner. Ich habe einen Elfer verschossen und ihr könnt jetzt auch nicht sagen, dass ich schlecht bin oder so. Ich habe so gut gegen so ein Team mitgehalten. Der Typ hat Food Champions gespielt, der hatte zwei rote Food Champions Karten im Team. Ey, ich bin einfach nur abgefuckt gerade. Im nächsten Spiel lasse ich meinen ganzen Frust raus, Leute. Versprochen. Boah, Leute, ich bin so frustriert. Zweiter Gegner ist gefunden. Griezmann, Jesus. Oh mein Gott. Und der hat auch wieder Badland im Tor. Wird auf jeden Fall auch ein hartes Game. Ich werde mein ganzes Frust versuchen, jetzt hier rauszulassen, Leute. Das glaubt ihr gar nicht. Auf geht's. Wie ich ihn hops nehme mit Bronzespielern, Alter. Das gibt es gar nicht. Das gibt es doch nicht. Dieser Typ, der ist ein Info. Komm. Komm, Junge. Geht doch. 1-0. Wie macht er den mit links auf einmal? Mach ihn doch normal. Mit rechts. Keine Ahnung, was da los war. Stabil mit zurückgerannt. Jetzt komm. Komm, Junge. Ein Bronzespieler ist das. Aber der macht das trotzdem. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Abseits. Wo war das Abseits? Ich sehe da auf jeden Fall gerade einen Angriff, der was werden kann. Schiri. What the fuck, Gegner? What the fuck? Darauf habe ich gelauert, das passiert auch. Aber was hat der Schiri da eben gemacht, Leute? Sauber, Suarez. Komm. Doppelter Doppelpass. Und dann geht der Ball rein, Mann. Wie kann man so eine Chance liegen lassen? Boah, ich glaube, der Gegner hatte noch keinen einzigen Schuss aufs Tor, Leute. Obwohl er Griezmann und so hat. Ich mach's auf jeden Fall gut hier. Körper vorgestellt, zack, nochmal zurückgezogen den Ball und jetzt sind wir durch. Zack, zack. Komm, bitte mach ihn. Tunnler, durch die Beine, 3-0. Richtig nice gemacht. Hey, ich hatte doch den Pass, Weg, Mann. Ich hatte ihn doch. Hoppala. Okay, das hat er stark gemacht, das muss ich zugeben. Ey, erste Chance vom Gegner, hat 73 Minuten zugelassen. Aber vielleicht Rage könnte der noch beim nächsten Tor, wenn ich jetzt noch eins machen sollte. Dann gibt es noch mal ein paar Punkte extra. Komm, Marie. Oh, was? Wo ist meine Abwehr? Stellungsspiel ist auf jeden Fall nicht am Start. Das ist immer, wenn die Spieler kaputt sind, Leute. Ich sag's euch, das liegt an der Fitness. Fitness ist so viel in FIFA 17. Will ich ihn zum Rage quitten zwingen. Oh, da kommt die Abseitsfalle und die war nicht gut eingesetzt, Bro. Die war nicht gut eingesetzt und Suarez, mach ihn doch! Komm, ich muss ihn machen. Ey, das gibt es nicht, Leute. Guckt euch das an. Er pfeift ab. Wir haben 3-2 gewonnen. Wie viele Upgrade-Punkte gibt es? 2 Tore von Suarez. Gleich 4 Upgrade-Punkte. 1 von Alena, 5 Upgrade-Punkte und dann noch der Sieg. 6 Upgrade-Punkte für dieses Match. Ich hätte mich so über ein Rage-Quit gefreut. Ein Tor hätte ich machen müssen, dann wäre der Gegner safe rausgegangen. Egal, im nächsten Spiel vielleicht. Jetzt haben wir schon 6 Upgrade-Punkte. Nächstes Spiel entscheidet, was wir für Spieler gleich bekommen werden für die nächste Episode. Bleibt dran, Leute, und ihr könnt dann mitentscheiden. Nein, für jeden. Okay, Leute, wir hatten jetzt einen richtig, richtig starken Gegner. Und der dritte Gegner wird wieder ein Gold-Team. Diesmal mit 61 Chemie. Vielleicht ist das seine Schwachstelle. Aber ich muss Tore schießen, ich will Upgrade-Punkte sammeln. Das ist mein Ziel, das heißt Offensive, go, go, go. Und dann geht's direkt los und wir sind direkt durch. 2 Minuten gespielt und dann steht es 1-0. Sauber, Junge. Komm, Junge. Oh mein Gott. Und das ist das zweite Tor von ihm, oder nicht? Dann halt nicht. Jetzt aber, komm, wir sweaten den, um alles sicher zu machen. 2-0. Tore sind wichtig, Leute. Sweaty Goals sind wichtig. Ich weiß jetzt nicht, warum der Spieler vom Ball weggegangen ist. Ich habe eingeloggt, dass er nochmal passen soll. Aber okay, hat sich gelohnt. 3-0. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob der Gegner Rage quit. Erste Halbzeit, ich drück Start. Come on, geh raus. 5 Upgrade-Punkte wird es geben. 5 Upgrade-Punkte. Erste Halbzeit Rage quit.
Macht er es, Leute. Macht er es, Leute. Komm schon, geh raus. Der Gegner geht nicht raus nach dem 3-0. Da machen wir halt ein 4-0 und vielleicht geht er dann raus. Noch besser für uns. Noch besser für uns. Und da macht Suarez halt hier noch ein Tor. Da macht Suarez halt das vierte. Junge, jetzt musst du rausgehen. Ich provoziere nochmal kurz mit dem Jubel, Leute. Er rennt einfach durch und macht das Tor. Wie habe ich das verteidigt da? Aber egal, Leute, egal. Das habt ihr nicht gesehen. Nice, jetzt komm, zack. Ich sehe das doch, wo meine Spieler sind. Und das ist das fünfte. Wie viele Tore hat dieser Boy jetzt schon gemacht? Oh mein Gott, so viele Upgrades. Krass. Oh mein Gott, das nächste. Das nächste. Ich glaube, es war sogar gut, dass er nicht rausgegangen ist, weil so haben wir jetzt, glaube ich, noch ein paar mehr Upgrade-Punkte bekommen und wir kriegen noch welche, wenn es so weitergeht. Nice, Junge. Jetzt komm. Direkt auf Suarez, dann Heal to Heal, dann bin ich, glaube ich, durch. Komm. Täuschen wir an mit Übersteigern, gehen dann weiter. Passen den Ball in die Mitte. Oder auch nicht. Aber wir holen uns den direkt wieder. Und da ist er drin. Da ist er drin. Leute, ihr müsst mal darauf achten, wann ich immer die Gegentore kassiere. Erst dann, wenn meine ganzen Bronzespieler nicht mehr können. Guckt euch mal unten die Fitness an. Egal. Der Gegner denkt auch, NGU steht 7-1, aber er gibt nicht auf. Und das ist das nächste Ding, was der Beißer reinmacht. Diese Flachschüsse, die sind einfach overpowered. Ey Leute, wir können uns so ein geiles Team gleich hier rausbauen. Ihr stimmt gleich ab, Leute. Wenn wir den jetzt wieder machen, Leute. Dann bin ich Freistoß King. Komm. Ah, nice, Grätsche noch einmal. Nice. Ich will zweistellig gewinnen. Komm, Beißer, geh doch ab. Geh ab, Beißer. Geh. Wir können zweistellig gewinnen. Mach ihn. Ja. 10-1 und so viele Tore von dem Beißer, Leute. Und damit ist das Spiel auch zu Ende. Wir gucken uns jetzt mal hier die Bilanz an. Und wie viele Upgrade-Punkte werden wir für dieses Spiel bekommen? Beißer 10,0 Bewertung, normal 8 Tore. Das sind allein schon 16 Upgrade-Punkte. Dann haben wir noch 2 Tore mit irgendjemand anderem geschossen. 18 plus 1, 19 Upgrade-Punkte in dem Spiel. Leute, jetzt gibt es Upgrades und ihr entscheidet. Ich würde sagen, wir gehen dahin, worauf wir alle drauf warten. Und hier sind wir dann auch schon mit der ersten Auswahl, Leute. Wir haben uns einfach 25 Upgrade-Punkte in dieser Episode gesammelt. Und hier können wir uns auf jeden Fall Robinson, Simpson und Amate zum einen holen. Oder Leute, wir nehmen das andere Paar und zwar, wir entscheiden uns für die zweite Auswahl. Und zwar haben wir hier Holland, Niklas Stark und Kessler am Start. Auch eine frische Auswahl, Leute. Wie gesagt, Auswahl 1 oder Auswahl 2 in die Kommentare. Ihr entscheidet, was in der nächsten Episode kommt. Das war auf jeden Fall eine frische Episode. Deswegen, Leute, ganz easy jetzt Auswahl 1 oder Auswahl 2 in die Kommentare schreiben. Und dann werde ich in der nächsten Episode wieder anhand eurer Kommentare entscheiden, welches Paar bzw. welche Auswahl wir nehmen, Leute. Lasst noch einen fetten Daumen hoch dafür, diese frische Episode, für diese heftige Upgrade-Punkte-Episode. Wakes Flakes ist raus, Leute. Günstige FIFA-Coins sind in der Beschreibung verlinkt mit dem Rabattcode Wakes Team of the Season. Kriegt ihr nochmal ordentlich Rabatt. Haut rein, bis zum nächsten Mal und Peace.